Cool, Marvin, wir sind jetzt hier mit einem Bass. Was ist das für ein Bass? Das ist ein Klangkraft-Zeitgeist. Bass, Klangkraft, ist eine kleine Custom-Schmiede aus dem Pott. Mhm. Ja, und die haben mir diesen Bass irgendwann mal zusammengesetzt vor einigen Jahren und ich finde ihn ganz, ganz toll. Außerdem braucht er neue Saiten. Weil wir damit aufnehmen wollen. Ja. Oder einfach nur so. Er braucht grundsätzlich neue Saiten, aber okay. Wir nehmen vielleicht auch mit diesem Bass auf. Zu dem Bass noch irgendwas? Holz hast du vorhin mal kurz erwähnt, vielleicht magst du nochmal für alle sagen. Ja, er ist aus Holz. Er ist lackiert, er ist doppelt lackiert, deswegen ist er matt. Er ist nicht, er hat kein Klarlack-Finish bekommen, sondern ein Schwarzlack-Finish. Und deswegen ist er leicht matt und schwarz. Mhm. Schön ist er. Alles klar, gut. Das heißt, das Auge ist bei dir auch noch mit. Das Auge spielt mit. Ja. Spielt mit. Gut. Was hast du da jetzt für Saiten? Welche Stärke? Das sind Bassseiten. Welche Stärke benutzt du da? Oder ist dir das nicht? Ich habe einen ganz wunderbaren Satz gefunden, aber auch hier will ich, nachdem mich diese Firma immer noch nicht endorsed, kein Name-Dropping machen. Aber es ist ein Bass, der, nachdem ich in einer gedroppten Stimmung spiele, das ist eine Stimmung, auf der die tiefste Saite zwei Halbtöne tiefer gestimmt ist, als in einer normalen Stimmung. Das macht man so, wenn man faul ist oder in einer Punkband spielt. Und bei diesem Satz ist diese tiefe Saite tatsächlich ein wenig dicker als in normalen Sätzen. Mhm. Sprich, die Spannung bleibt einigermaßen erhalten. Okay. Das ist diese Saite, nur um sie dir mal zu zeigen. Die sieht dann so aus und ist circa so dick. Andere Leute würden sie als E-Saite bezeichnen, bei dir ist es keine E-Saite. Nein, bei mir ist es eine Cis-Saite tatsächlich. Okay. Eine 107er Cis-Saite. Auch hier wird sich der Profi wundern, was, nur 107? Ja, ich liebe es schlabberig. Okay. Gut, ich ziehe mal hier eine Saite runter. In dem Fall mache ich es jetzt mal nach und nach und nicht alle auf einmal. Film mal kurz den Jakob. Ich mache hier gerade auf Pause und höre nur, und hier wird sich der Profi wundern. 107. Ja, ich will es schlabberig. Marvin, was ist so der Unterschied zwischen Gitarrenseiten, Bassseiten aufziehen? Du hast ja vorhin den Trick gezeigt. Tatsächlich gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Es gibt bei Gitarren sowie bei Bässen verschiedene Systeme an Mechaniken. An Brücken und wie heißt es da unten? Stehen. Stehen, genau. Es gibt verschiedene Arten von Mechaniken, es gibt verschiedene Arten von Stegen, es gibt verschiedene Arten, wie die Saite im Steg verankert wird. Das ist eigentlich ganz unterschiedlich und unterscheidet sich oft von Instrument zu Instrument. Mhm. Von dem her kann man eigentlich grundsätzlich nur sagen, die Bassseite ist dicker und länger. Aber, okay, aber wie du sie jetzt aufziehst... Es ist von Bass zu Bass unterschiedlich. In diesem Fall, weil ich diesen Bass kenne, lege ich mir die Saite schon mal so zurecht im Steg, hänge sie mir ein, lege sie in die Mechanik einmal durch, nimm ungefähr eine Zeigefingerlänge, knipse sie dort ab. Ich knipse sie in dem Fall jetzt davor schon ab. Okay. Halt mal. Jawohl. Weil bei diesem tollen Instrument die Bassseite in der Mechanik versenkt wird. Okay. Wir können das auch nochmal in langsam und von ganz nah zeigen. Und jetzt kommt es auch noch mit Zeitraffer. Ne, mit Zeitlupe, da muss ich schneller sprechen. Also, jetzt in Zeitlupe. Ich führe hier in die Mechanik praktisch. Kannst du es nochmal machen, das sah so schön aus. Ich führe es ein. So, ich versenke das, die Spitze in der Mechanik. Oder das ist witziger. Jetzt ist er ausgefahren. So, drin. Knicke das hier ab. Und hab dann hier auch wieder, naja, das ist ein bisschen mehr als ein Finger, aber der Bass ist ja auch ein bisschen mehr als eine Gitarre. Okay. Und dann geht eigentlich nur die wilde Kurbelei wieder los.
Okay, und ich habe das Ding jetzt auf Spannung praktisch die Seite. Und dann ziehst du es einfach fest. Und dann wird gekurbelt und gekurbelt, bis die Seite fest ist. Ich schaue halt hier immer drauf, dass die Seite auch unter der bereits vorhandenen Wicklung liegt. Und dann hier wahrscheinlich auch, je weniger, desto besser, oder? Ja, irgendwann ist ja so eine Winde hier auch voll, ne? Mhm. Also, wenn du 2 oder 3 Wicklungen drauf hast, sollte das absolut ausreichen. Ich tendiere eher zu weniger. Hier habe ich jetzt ziemlich genau 2. Cool. Und das jetzt auch mit allen anderen Seiten. Das mache ich jetzt mit allen anderen Seiten. Auch wieder hier oben Zeigefinger und dann... Zeigefinger, durch. Einmal durch mit der Seite hier.